Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season, Episode 2. Und ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Sie hatten nicht mal die Chance, um Brody und Marlon zu trauern, bevor die miesen Kinderfänger aufgetaucht sind. Und dann kommt ihr zwei zurück, als wir dachten, ihr seid tot. Jetzt sind alle verwirrt und keiner weiß, was er von AJ halten soll. Violet, AJ ist die geringste ihrer Sorgen. Ich weiß, aber es ist alles so chaotisch gerade. Sie haben Angst und sind wütend. Sie suchen einen Sündenbock. Na, die haben dich rausgeworfen. Was denkst du, wie ich die denn nun umstimmen soll? Die Entscheidung war 5-3 dagegen. Ich weiß, es gibt keinen Grund, aber sie hatten alle Angst vor dir, vor euch beiden. Musst du gar nicht. Lass mich sie überzeugen. James erzählte mir, was Lily und Abel jetzt vorhaben. Er sagte, er würde mehr Leute und Waffen holen und uns dann angreifen. Bring alle hierher. Woher sollte er das wissen? Er beobachtete sie eine Weile. Sie bekriegen sich mit einer anderen Gruppe. Sie holen sich Leute, die für sie kämpfen. Ist das mit Minnie und Sophie passiert? Sie wurden zu Soldaten gemacht? Ja, und wir enden genauso, wenn wir nichts tun. Minnie wollte nicht mal Beißer töten. Sieh dich um. Das hier ist eine Festung. Naja. Mit etwas Arbeit können wir dafür sorgen, dass dieser Ort schwer einzunehmen sein wird. Weißt du denn, wie man sowas macht? Ja, ich war mal bei einer Belagerung dabei, damals in Richmond. Hier, ich zeige es dir. Wow, was haben wir schon hier? Was ist das? Verstärke die Mauern. Was steht da? Stelle im Verwaltungsgebäude Fallen auf. Teile den Hof auf. Verstärke die Mauern. Okay. Verstärke die Mauern, ja. Erstmal würde ich... Was ist das denn da? Safe Zone. Achso. Erstmal würde ich hier... Wir haben viele starke Mauern. Wenn die Plünderer nicht einfach drüber klettern können, müssen sie durch die Tore kommen. Wir haben im Gewächshaus Stacheldraht aufbewahrt. Okay, gut. Dann? Der Hof ist sehr groß und offen. Er bietet kaum Deckung. Wir sollten die Picknicktische umkippen und so die Wege einengen. Damit wir wissen, von wo sie kommen. Zumindest hätten wir so mehr Schutz, wenn sie es über die Mauern schaffen. Mhm. Hier sollten wir uns verschanzen. Es gibt nur einen Weg rein, von vorn. Und dann gibt's noch die große Treppe. Wenn wir den Weg mit Fallen spicken, können wir hierhin? Und die Plünderer anlocken. Gefällt mir. Ihr nutzt doch das Gewächshaus nicht mehr, oder? Nein, nicht mehr. Weil da draußen jemand gestorben ist. Beißer überrannten uns und Marlon wollte nicht, dass wir zurückgehen. Tja, Sicherheitszone. Der Stacheldraht hindert sie hoffentlich daran, über die Mauern zu klettern. Ich gehe. Bist du sicher? Da wimmelt es sicher von Beißern. Also, was zur Hölle ist hier los? Willy sagte mir, sie wäre zurück. Ich meinte, Violet würde sich nie gegen unsere gemeinsame Entscheidung stellen. Ach, dieser Typ, ne? Psst, wirst du wohl leise sein? Der kleine Junge schläft. Sein Fieber sinkt bereits, Clem. Er wird es schaffen. Sehr schön. Ach, jetzt geben wir ihm auch noch unsere Medizin? Mitch, die Kerle, die Louis angeschossen haben, sie rüsten auf und wollen die Schule angreifen. Wir brauchen Clems Hilfe. Kommt nicht in Frage. Die ist eine von denen. Ist klar. Sie nicht. Hättest du erlebt, wie sie ihren Stiefel auf Clems Hals gedrückt hat, wüsstest du das. Denk nach, Mitch. Du hast AJ auf dem Weg rein gesehen. Wäre ich einer von ihnen, warum hätten sie ihn dann angeschossen? Woher weiß ich das? Vielleicht hat er auf seine Freunde geschossen. Mitch! Die schubst sich irgendwann. Clem geht zum Gewächshaus und holt den Stacheldraht und was wir sonst noch für den Kampf brauchen können. Und du wirst ihr dabei helfen. Nein. Nein, bin ich nicht. Ja, bist du. Es ist zu gefährlich für sie, alleine zu gehen. Und du kannst gut kämpfen. Ich kann auch gehen. Damit es friedlich bleibt. Nein. Verdammt, Vi. Seit wann triffst du denn hier die Entscheidung? Oh. Es hat sich ja sonst keiner gemeldet. Du wirst dich mit den beiden am Tor treffen und dann geht ihr zum Gewächshaus, nachdem ich die Lage erklärt habe. Alles klar, Boss.
Wir sehen uns dort. Ach, mein Gott, die Kleine möchte ich nicht dabei haben. Wenn sie stirbt. Tut mir leid, kleiner Mann. Bitte halte durch. Ein schlechtes Gewissen. Du bist trotzdem unten durch bei mir. Ich. Hat denn überhaupt mal jemand überprüft, ob der Kleine innere Blutungen hat? Ach. Mir war nicht klar, wie lange es her ist. Wie sehr es sich verändert hat. Die bewegt sich nicht. Willst du weiterschmollen oder möchtest du dich vielleicht nützlich machen? Wir brauchen den Stacheldraht. Irgendwie müssen wir da rein. Das Ding ist aus Glas. Zum größten Teil. Alles in Ordnung? Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich mochte es hier. Aber jetzt ist alles überwuchert. Schon gut. Finden wir einen Weg da rein. Ja, sucht ja keiner mit, also gucke ich mal hier so rum. Was haben wir denn da? Ein Wildschwein. Hier gibt es nicht so viele, aber bei mir daheim waren sie überall. Als ich noch klein war, bin ich mit meinem Vater oft jagen gegangen. Die klingen fürchterlich, wenn sie sterben. Oh Gott, sei nicht stolz drauf. Passt sicher gut an meine Wand. Oh Gott, ihr seid krank. AJ liebt Schädel. Oh, toll. Ja. Kann ich hier noch irgendwie was? Nee. Warte mal, doch. Nee. Das sah nur so aus. Mit ihm kann ich aber reden. Was willst du? Nichts. Du bist nur hier, weil wir verzweifelt sind. Also bild dir nicht zu viel drauf ein. Wenn wir den Angriff der Plünderer überleben, unterhalten wir uns. Überleben wir erstmal. Boah, dich, boah. Ich guck, dass ich den sterben lasse. Ich weiß nicht. Ich sehe gar nichts. Ja, zu viel Kondenswasser innen an der Scheibe. Kondenswasser? Ziemlich hochgestochen für dich. Klappe. Das ist doch eine Leiter, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt falsch? Das Fenster. Ich wette, da kommen wir rein. Gutes Auge. Mitch, komm und hilf mir da hoch. Warte. Sie soll zuerst rein. Wir schicken die, die wir entbehren können. Na gut. Das ist echt nicht nett. Vi meinte doch, dass wir ihre Hilfe brauchen. Dann sollte sie auch was riskieren. Na. Ich gehe zuerst. Schon okay. Hätte ich nicht gedacht. Danke, Clem. Hätte auch dich reinschicken können, Mitch. Ruf, falls dich einer schnappt. Klar. Ansonsten kommen wir rein, sobald du grünes Licht gibst. Es wird klar sein, wenn sie die Tür öffnet. Leute, bitte. Ja. Eins. Ich glaube, ich habe zwei, drei. Ich glaube, ich habe vier gesehen. Drei oder vier. Oh Gott. Oh Gott. Alles gut. Ruhig bleiben. Ach, halt. Klappe zu. Ich krieg das hin. Ich komme.
Ich bekomme die Tür schon auf. Oh mein Gott. Nicht übel. Seht euch das an. Haselwurz, Feigenkakteen, Topinambur und Duftsiegel. Keine Ahnung. Suchen wir den Stacheldraht und was sonst noch nützlich sein könnte. Das gefällt dir, hm? Wenn man ständig nur ungewürzten Haseneintopf isst, wird man irgendwann verrückt. Diese Kräuter werden die Stimmung heben. Darauf könnt ihr wetten. Naja. Betrachte. Könnte nützlich sein, oder? Nicht? So einen schönen Rasenmäher einen über die Birne hauen. Das ist doch mal was. Eine Schaufel. Kann man auch. Gut zum Kämpfen. Ja. Oder zum Gräberschaufeln. Du warst weg, als wir die Löcher für Marlon und Brody gegraben haben. Wir hatten Tassen und Schüsseln. Hat ewig gedauert. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich kann doch nichts dafür, dass du dich nicht ins Gewächshaus getraut hast. Idiot. Ich kann den nicht leiden. Was gefunden? Ja, sicher nützlich. Ich kann den Typen nicht ab. Spitze Objekte sind immer nützlich. So eine Brechstange auf jeden Fall. Oh, ich habe auch mal so eine in der Hand gehabt, ne? Die brauchte ich für meinen, weil wir den Boden hier rausgerissen haben. Oh, so Parkett, wie ist das? Parkettboden? Auf jeden Fall. Oh Gott, das war eine Schweinearbeit, ey. Eine Schere, ja. Schon was gefunden? Was denkst du denn? War ja nur eine Frage. Ich muss zugeben, deine Idee mit dem Stacheldraht ist echt gut. Mhm. Wenn die Schweine über unsere Mauern klettern, reißt ihnen das die Gedärme raus. Das würde ich schon gern sehen. Aber das ist, muss ja dieser spezielle Stacheldraht. Es gibt ja, ich glaube, es gibt zwei Arten von Stacheldrahten. Es gibt ja einmal diese kleinen, die so pieksen. Die so ineinander gedreht sind und die dann an zwei Seiten pieksen. Und dann gibt es ja einmal so ein, ich glaube, Industriestacheldraht oder wie heißt das? Ich weiß es nicht. Der ist ja richtig scharf, ne? Also wie so eine Rasierklinge guckt der, sieht der aus. Ja, meine. So. Ist nicht schlimm, Clem. Wir haben eine Brechstange. Köpfe einschlagen macht doch viel mehr Spaß. So, was ist hier? Eine Gießkanne? Manche Pilze sind essbar. Ja, ich halte mich definitiv davon fern. Isst den Pilz? Jetzt werde ich sterben. Was? Für die Wissenschaft. Mhm. Na, was haben wir denn da? Stacheldraht. Und zwar jede Menge. So kommen die Plünderer nicht über unsere Mauern. Hey, die sind nützlich. Wofür? Daraus können wir Bomben bauen. Bomben? Ist das dein Ernst? Klar. Solche Sachen habe ich früher ständig gebastelt. Er hat Zeug in die Luft gejagt. Deshalb ist er ein Sorgenkind. Genau. Ich brauche nur Propangas und einen Zünder. Und schon haben wir eine nette kleine Bombe aus eigener Herstellung. Okay. Propangas und Zünder. Und ein Zünder, hat er gesagt, ne? Was muss ich jetzt hier weiter gucken? Da ist noch was. Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Chemielabor. Ah, was ein Vielleicht Zufall. Vielleicht gibt es dort Propangas. Ach, war ja eine Schule, klar. Na los, hilf mir das wegzuschieben. Das war ja eine Schule, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Tja,
Pass auf, da könnte was sein. Okay, mal sehen, was es da drin gibt. Nur eine böse Überraschung. Und du hast nicht geholfen. Oh nein. Was? Wer war sie? Miss Martin. Unsere Schulkrankenschwester. Sie ist geblieben. Als alle weggingen. Gott. Sie sieht grün aus. Sie ist kaum wiederzuerkennen. Sie ist genau wie all die anderen. Tut mir leid, Uri. Wenn ich sie nur so herrichten könnte, wie sie war. Was? Einmal haben wir nach Essen gesucht. Beißer haben uns angegriffen. Wir wollten gegen sie kämpfen, aber es waren zu viele. Miss Martin hat uns befohlen, wegzulaufen. Sie hat mir beigebracht, andere zu verarzten. Nähen, betäuben, Schmerzmittel, Fieber senken. Ich glaube nicht, dass ich es tun kann. Kannst du? Tut mir leid. Ich hab jetzt auch nicht von ihr erwartet, dass sie das tut. Also. Alles in Ordnung? Ja. Gib mir nur einen Moment. Kommt schon. Lasst uns das Propangas finden, damit wir hier verschwinden können. Können wir den dann bitte da lassen? Können wir Propangas hinten? Und das hat gestunken. Komm, einmal mit ihr quaddeln. Miss Martin hat dir viel bedeutet, oder? Sie ist als Einzige geblieben. Sie wusste, dass wir nur ein paar Kinder waren, die niemand wollte. Sie war die Einzige, die uns jemals wirklich lieb hatte. Ja, solche Leute kannte ich auch mal. Jeder kennt wohl welche. Gut, war eine schöne Unterhaltung. Du scheinst dich mit Bomben auszukennen. Meine erste habe ich mit 8 gebastelt. Wirklich? Ich habe die Garage gesprengt. Das war geil. Dad fand es allerdings weniger geil. Hab einen Chemiekasten von Dad bekommen, damit ich nicht mit den Nachbarn raufe. Warum solltest du mit den Nachbarn raufen? Ich hatte sehr viel Energie, die ich rauslassen musste. Und sie mochten mich nicht. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Hast du was gefunden? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, was haben wir denn hier noch? Propangas? Nee, das nehmen wir jetzt noch nicht, das nehmen wir später. Keine Sorge, Clem. Ich weiß auch nicht, was da steht. Eine Venusfliegenfalle. Habe ich auch zu Hause, in der Küche auf der Fensterbank stehen. Für diese, kennt ihr das im Sommer, wenn man Obst und Gemüse einkauft im Laden? Und dann bringt man sich meistens immer so Fruchtfliegen mit, so klein. Und die wird man ja immer sehr schlecht los. Ich mache das dann immer, ich habe das immer mit so einer Weinfalle gemacht.
Und zwar schüttet man dann einfach in so einem Behältnis, also richtig, es kann auch Saft sein, ist egal, Wein, Saft, muss auf jeden Fall süß sein. Und natürlich alles wegschmeißen, was man so hat an Obst und an Gemüse, also Kartoffeln, Zwiebeln, Bananen, halt alles drum und dran, weg. Dann diese, also dann diese Trinkfalle aufstellen und dann halt das in so ein Behältnis schütten, den Saft oder den Wein da rein. Und dann ein Spritzer Pril rein und dann verrühren. So, und das verursacht nämlich, dass die werden von dem süßen Geruch werden die angelockt, gehen dann da rein. Und normalerweise würde ja die Wasseroberfläche nicht unterbrochen werden. Aber durch das Pril da drinne tut sie, also ist sie das, also ist sie unterbrochen. Und wenn die dann da drauf gehen, fallen die dann einfach rein und ja, ertrinken halt, ne? Weil die vermehren sich irre schnell. Also wenn du an einem Tag zwei hast, hast du den nächsten Tag sechs. Ja, und zusätzlich habe ich mir halt diese Venusfliegenfallen aufgestellt, die man dann halt auch ab und zu füttern muss. Entweder mit Insekten natürlich aus dem Garten oder wenn man keins zur Hand hat, dann mit richtig fettiger Milch. Dann so einen Tropfen rein, damit die zugehen und nicht verhungern, ne? Und natürlich so wenig wie möglich immer mit dem Finger rein, also am besten gar nicht mit dem Finger rein. Und halt immer gucken, dass die sich in wirklich nur schließen, wenn die Futter haben. Weil wenn die sich nämlich schließen und da ist kein Futter drinne, dann, ja, dann, das dauert ja immer eine Zeit lang, bis sie wieder aufgehen. Und dann kann es sein, also desto schneller gehen sie dann kaputt, weil sie dann halt immer wieder verhungern. Okay, so. Jetzt habe ich ein bisschen Pflanzenkunde hier betrieben. Sieht aus wie Pisse. Trau dich und trink es. Na. Kommt nicht in die Tüte. Du tust doch. Feigling. Tja. Ach ja. Wird ja schön, dass man so ab und zu so ein paar Sachen erklären kann. So, ich habe einen Zünder. Mitch, ist das nützlich? Genial. Ich hatte gehofft, hier sowas zu finden. Das ist ein Anzünder. Damit können wir Funken erzeugen. Jetzt brauchen wir nur noch Propangas, dann können wir diese Arschlöcher hochjagen. Ja, das habe ich hier. Hoffentlich ist da Gas drin. Es geht nicht. Ja, perfekt. Hier. Cool. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir sollten zurück und allen davon erzählen. Zuerst müssen wir Miss Martin begraben. Ach, Leute. Begraben? Wozu? Sie ist ein Beißer. Hilf mir, sie rauszuziehen und zu verbrennen. Nein. Nur wegen Miss Martin leben wir alle noch. Sie verdient ein echtes Begräbnis. Hier. Neben ihrem geliebten Gewächshaus. Ja, jetzt darf ich wieder entscheiden, ne? Sie ist seit Jahren tot. Das hat keinen Zweck. Sie verdient ein Begräbnis. Verbrennen. Verbrennen wir sie. Es geht schneller. Sie ist schon ziemlich lange so. Sie ist keine Person mehr. Ja, da kannst du jetzt beleidigt Mann. sein. Wir alle haben Leute sterben sehen. Können ja nicht jedes Mal verzweifeln. Also, ich hatte jetzt auch keinen Bock, ein Grab auszuheben. Also, ne. Es ist besser so. Um es zu verarbeiten. Man klammert sich daran, wer eine Person war. Und dann kommt man nicht mit dem klar, was man vor sich hat. Der erste vernünftige Satz heute. Wenn wir zurück sind, werde ich allen sagen, dass ich meine Meinung geändert habe. Wir brauchen dich. Danke. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Es macht keinen Sinn, ne? Da kann sie jetzt. Glaubst du, das reicht? Hoffentlich. Dann kann Lilly mit ihren Leuten auch nicht über die Mauern klettern. Sie müssen durch die Tore kommen. Das können wir einplanen. Und dann laufen sie direkt in den Flammentod. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ja, er hat auf jeden Fall schon mal seine Meinung geändert. Ich denke mal, die Arzthelferin dann wahrscheinlich auch. Louis, denke ich auch. Der scheint nämlich ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, dann haben wir Vi, Tennis. Heißt der Tennessee? Na, oder Tennis? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, hat mag uns ja auch. So. Der Hund hat anscheinend keine Meinung. Bleiben ja nicht mehr viele.
Aha. Hier, für euch. Sein Hemd ist schmutzig geworden, als... Du weißt schon. Mhm. Woher hast du die? Sind von Ten, als er herkam. Müsste ungefähr AJs Größe sein. Wie geht es ihm? Besser. Das Fieber ist gesunken. Danke, dass du ihn reingetragen hast. Kein Problem. Also, wir haben wieder ein Gewächshaus. Und Bomben. Mitchs Idee. Dachte ich mir. Violet sagt, wir fangen morgen an, alles vorzubereiten. Gut. Die anderen haben nichts dagegen, dass ihr bleibt. Vorerst jedenfalls. Während wir uns zum Kampf rüsten. Ja, ich bin froh. Ich wollte nur, dass sie uns vergeben. Ich hab gesagt, sie haben nichts dagegen, dass ihr bleibt, bis die Plünderer weg sind. Das heißt nicht, dass sie euch alle wieder mögen. Die anderen finden's okay, wenn wir bleiben. Was ist mit dir? Ist okay, solange er sich erholt. Und danach? Ich weiß es nicht, Clementine. Clem? Hey, Kleiner, wie geht's? Besser. Tut noch weh. Ich weiß. Hi, Louis. Hey, kleiner Mann. Hab dich vermisst. Sind wir wieder Freunde? Schlaf einfach, okay? Los. Es tut mir leid, dass du wegen uns leidest. Du warst es nicht allein. Marlon, er... Vergiss es. Ich sollte gehen. Ich hab ihn vermisst. Kommt gar nicht in Frage. Der Typ ist bei mir unten durch. Also, ne? Ich bin nicht mehr wütend auf ihn. Und du? Er hat geholfen, mich zu tragen. Und er war in meinem Bett, als Ruby mir Zeug gegeben hat. Ich komm drüber weg. Meistens sagst du es mir, wenn du wütend bist. Ich bin wütend. Und ich komm drüber weg. Mach dir keinen Kopf, okay? Okay. Sehen wir uns mal die Hemden an, die Louis gebracht hat. Dann schlafen wir. War ein langer Tag. Ja. James war nett, aber ich schlaf nicht gern auf dem Boden. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ich... Am Anfang dachte ich ja wirklich, dass, dass was wird mit Louis und Clementine, ne? Und anscheinend kann ich wohl eine Art Beziehung zu ihm aufbauen, weil ich habe dich vermisst und auch der Anfang und so, ne? Also es kann sein, aber ganz ehrlich, nicht nach dieser Aktion, ja? Nö. Da baue ich ja eher eine Beziehung zu Violet auf. Das wäre ja echt nice, wenn sie sowas eingebaut hätten. So. Wie lange der wohl hält? Ja, wir machen uns das hier richtig hübsch hier. Cool. Oh, ganz nett. Ziemlich cool. Komische Pflanze. Das ist ein Pilz. Sieht komisch aus. Irgendwie eklig. Dafür aber sau lecker. Die Pflanze sieht gruselig aus. Ist sie auch. Eine Fliegenfalle, die frisst Insekten. Die kann Insekten fressen? Ist ja genial. Geil, ne? Ich finde die auch geil. Es gibt sogar welche, die sind so riesig. Und die, die sind so, wie so ein, so eine Art, ich sag mal, Rohr, kann man sagen. So, also, da geht etwas dran. Dann fällt das da rein und dann und die Wände sind so glatt und drinnen ist ja diese Magensäure oder sowas wie Magensäure, wie Zersetzung halt. Und das zersetzt das ja halt. Und das Insekt kann dann halt an diesen Wänden nicht mehr rauskrabbeln und klebt fest und die macht auch so eine Art Deckel zu. Weiß ich genau, wie die heißt. Aber die gibt es auch so groß und sitzen meist in Gewächshäusern, dass da sogar Mäuse oder Ratten reinfallen können. Und dann halt gefressen werden, ne? So, meine Lieben, aber ich muss Schluss machen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.